Liebe Leute, Freunde der Nacht, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum nächsten Part zu Dolores Chapter vom Indie-Horror-Game Visage. Im letzten Kapitel musste ich Dolores, meiner Frau, tief vom Dachboden holen. Danach hat sie mich mit einem Brecheisen angegriffen und anschließend in den Ofen gesteckt. Also nichts, was jetzt für eine ganz reguläre Ehe ungewöhnlich wäre. Ganz normale Vorkommnisse. Wir gehen der ganzen Sache auf den Grund und überlegen uns jetzt, ob wir das Brecheisen und das Feuerzeug mitnehmen oder den Hammer und das Brecheisen. Weil beides geht nicht. Den Ofen meiden wir jetzt mal und wir gucken mal, ob es hier weitergeht. Immer ein Spiel, sehr wenig Licht. Nein, da kommen wir auch nicht mehr hin. Sie hat mich umgenietet. Was mache ich denn jetzt? Die Vermutung, dass ich sie... Startoy. Okay, ein Sternspielzeug habe ich gefunden. Ingenium T. Ah ja. Also diese Dose war eigentlich vorher ein T und jetzt ist plötzlich Kill R. Kill R. Formula kills rats. Developed und ja, bin jetzt ich derjenige, der wahnsinnig war oder ist es meine Frau? Weiß es nicht. Hier, ich komme hier. Ich habe jetzt auch keinen Auftrag bekommen. Was da, Toy? Wenn es um Spielsachen geht, dann könnte das ja auch. Hier im Basement. Basement? Nein. Pillendose nehmen wir auf jeden Fall mit. Wollten wir wieder ins Basement. Da ging es auch um. Put the toys back in their place. Ja. Das ist natürlich die Frage. Könnte so ein Sternenspielzeug hingehören. Also es gehört entweder hier unten ins Basement oder... What? Ja, Lightbulb, die nehmen wir auch mit. Hier drüber lassen wir nach den Vorkommnissen jetzt vielleicht doch eher zu. Ist eh nichts drin. Das ist der Electric Room. Ich glaube jetzt nicht, dass wir zwingend hier rein müssen. Kann ich noch was tragen? Kann ich was tragen? Ja. Das ist eh nur Basement Corridor. Ja, ich schalte jetzt nicht die Hauptsicherung ab hier. Das mache ich nicht. Noch eine Glühbirne. Noch ein Lighter, also ein Feuerzeug. Muss uns schon schön hell machen. Toys back in the place, aber es könnte auch die vage Möglichkeit bestehen. Dass dieses Spielzeug, dieses Sternenspielzeug, ist jetzt schon wieder kaputt. In das Kinderzimmer gehört, ne? Das wäre nur logisch. Und deswegen springen wir hier wieder einfach in ein sehr tiefes Loch. Was plötzlich in unserem Badezimmer erschienen ist. Ja, gut, sicherlich
Wer würde das nicht machen? Aua! Autsch, autsch, autsch. Naja, wir werden sehen. Läuft da gerade der Radio oder der Fernseher? Das Radio ist schon mal aus, also folgen wir der Spur. Folgen wir nochmal der Spur. Probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey! Watch it with the toasting remarks. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked. Like a fucking whore! What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo! Big guy needs a sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me, don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest, and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit! I could have told you. Oh, that's what that smells. It's exactly right. Ihr lasst es jetzt einfach mal so stehen. Küchenutensilien, Ofen, Kühlschränke, die sich darüber unterhalten, dass ich als George ermordet worden bin von meiner Frau, die mir 7 Messer in den Leib gerammt hat. In meinem Büro. Sitzt hier auch im Büro. Okay. Das war gruselig. Und mit diesem Star-Toy gehen wir doch jetzt einfach mal hoch in eines der Kinderzimmer. Fehlt hier irgendwo irgendwas? Ist das hier? Bestimmt muss ich das in der anbringen oder so.
Bring me back, my child. Oh. Star Toy. Okay. Das war schon mal. Hat sich immer noch nichts verändert? Nope. Und jetzt haben wir haben tatsächlich mehrere Glühbirnen. Also es scheint charged zu sein und ein einzelnes Messer wurde entfernt. Und wir brauchen natürlich die ganzen Toys. Licht. Ah. Junge, bist du schon broken? So, jetzt stehe ich ein bisschen ratlos da, aber wenn hier jetzt vielleicht tatsächlich kein so ein Brecheisen, wo ist mein Brecheisen, warum verschwinden? Nein, das ist alles nur Blut. Oh nein, das hat nur in meiner Fantasie existiert. Yeah, this light is not broken. Ach ja. Bullshit. Ach ja, Gerich. Was machen wir denn da? Warum macht ihr sowas? Warum macht die sowas?
Wer Choice? Nein, ne? Hier. Ich wusste es. Ich. Seitdem diese Tür offen ist. Ist Dolores entfesselt in diesem Haus. Noch einiges, da fehlt noch einiges. Hier. Bluttransfusion? Kann ich mir selbst eine Bluttransfusion? Ah. Na, nein! Warum? Hätte jetzt dann doch gerne einen Tipp. Okay. Wie getan? Hier haben wir alles angehört. Vielleicht kann ich dich mit dieser Bluttransfusion wieder zum Leben erwecken. Nein, das kann ich nicht. Awaken. Dann nochmal. Warum? Your undoing is now inevitable. Aber ich versuche doch irgendwas zu machen. Aber ich darf ja nicht. Also dann gehe ich nicht in diesen Raum. Load, latest, autosave, dann gehen wir wieder in diesen ersten Spiegelraum mal. Mama mia. Muss immer wieder erwähnen, dieses Spiel ist Early Access auf Steam. Das ist grandios. Finde ich. Wenn auch Herzinfarkt fördern. Noch ne Dolores hier, jetzt reicht's aber. Ich renne weg, ich renne weg. In den Beichtraum und hier, lass mich in Ruhe. Jetzt gehe ich hier rein. Aha. Ich da irgendwas machen. Ich
Scheinbar nicht. Man weiß es nicht. Warum? Kann ich bitte beichten? Ich weiß noch nicht, was ich will. Einfach irgendwas machen. Ja, schade, dass er mich umgebracht hat. Was sind diese Kuh nochmal? Ja, wenn man seine Objekte, die man einsammelt, auch mal untersucht. Bottle ist empty, dann kann ich jetzt wieder Eisen nehmen. Meine geistige Gesundheit ist zurück. Hier im Schraub. Hübsche Werkzeuge, Sägen, aber leider kein Hammer, diese Kugel zerdeppern kann. Ein Weiser Flag. Okay, lecker. Da scheint noch Reis auf dem Teller zu kleben. Und ich habe keine Tabletten mehr. Junge, warum? Nimmst du diesen Hammer nicht einfach und storst ihn? Bitte nicht, dass das das falsche Werkzeug ist. Jetzt. Naja. Jetzt kann ich es auch zerquetschen, oder? Ja, do it. An old with strange cribbles on it. Können wir jetzt auch lesen. Nix mein.
Okay, der Crowbar, das Brecheisen ist im Storage Room gespeichert. Schön. Hier, Baby. Ist das zum Lesen? Willst du das denn lesen? It's a break. Ja, guten Tag, ihr Jecken. Kurze Pause, es wird gesagt. Ich werde versuchen, am Faschingsdienstag das nächste Video hochzuladen und hoffe, dass ihr mir bis dahin geflogen bleibt und nicht zu viel auf der Karneval herumhampelt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und natürlich ein Abo dalassen würdet, damit ich das ganze lustige Jecke-Zeug für euch weitermachen kann. Wenn ihr das nicht macht, mache ich trotzdem weiter. Ich wünsche euch einen Jecke-Karneval. Kürbis, roll das Fässchen rein. Ich bestelle mir jetzt noch ein Herrengedeck und später fasse ich dann der Heidi von hinten an die Schultern. Das war's. Bis nächste Woche. Bleibt's mir gewogen. Bis die Tage. Euer Baltasaro. Gute Nacht.